Check mal deine Privilegien. Das ist ein Satz, den man in manchen Kreisen häufiger mal hört. Und manche Leute, die macht das so richtig aggressiv, weil die darin einen Vorwurf hören, so nach dem Motto, du verdienst gar nicht, was du hast. Wenn man auf das eigene Leben schaut, dann sieht man vor allem die harte Arbeit, die es gekostet hat, bestimmte Dinge zu erreichen und wie viel Mühe es gemacht hat, dahin zu kommen, wo man ist. Mir hat ja auch keiner was geschenkt. Das Problem ist nur, dass der Blick auf das eigene Leben nicht zeigt, wie es für andere Leute ist. Ich stehe hier gerade an der Uni und weil mein Vater studiert hat, war für mich immer klar, dass das ein Ort ist, an den ich später auch mal kann. Für einen meiner besten Freunde an der Uni war das ganz anders und der musste sich seinen Weg hierher viel härter erkämpfen. Wir sind alle lieber der Underdog, lieber David als Goliath. Aber manchmal sind wir eben Goliath. Und ein guter Weg, damit umzugehen, ist, sich das klarzumachen.